Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist Zeit für die Loot Chest. Ja, und diesmal bin ich ein bisschen spät dran und nicht die Loot Chest. Die war nämlich pünktlich dran. Aber mein Gott, ist sie leicht. Federleicht. Ja, ihr wisst ja Bescheid, Loot Chest mache ich einmal im Monat in Zusammenarbeit mit Loot Chest und Game of Thrones Germany, der Facebook-Seite, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Aktuell ist ja House of the Dragon am Start. Da gibt es natürlich viele tolle neue Infos. Und ich packe für euch hier immer die Loot Chest aus. Ja, immer eine wahre Freude. Das T-Shirt sieht jetzt schon geil aus und ich habe nur ein ganz, ganz bisschen davon gesehen. Ich hole das mal raus. Wir haben ein T-Shirt eingepackt in eine Plastiktüte. So. Keine Ahnung, was das für ein Motiv ist, aber es sind auf jeden Fall asiatische Schriftzeichen drauf. Das finde ich schon mal sehr gut. Und, oh, es ist ein Wolverine-Deadpool-Motiv. Aha! Jawohl! Aha! Ja. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Da steht... Ich hoffe, ich habe jetzt niemandes Mutter beleidigt. Ja, schön. Gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. Jo. Schön plakativ. Finde ich nicht schlecht. Ja, und natürlich, ihr wisst, was kommt. Jawohl, es ist weich. Aha, ein weiches T-Shirt. Und wie immer bei Loot Chest auch sehr warm. Die Loot Chest Shirts sind immer sehr warm und weich. Jawohl. So soll das sein. Ja, gefällt mir das Shirt. Werde ich auch tragen. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Was haben wir als nächstes? Wir haben... Ich nehme das hier. Aha. Starfleet Division Badge. Nicht Bad. Bad ist es nicht. Es ist nämlich Star Trek. Und mal einen Star Trek Artikel zu haben, ist auch schön. Ist mal was anderes. Ja. Und ist von QMX. Und es ist von Star Trek Discovery. Gut, das ist jetzt... hatte gute Staffeln, hatte nicht so gute Staffeln. Ist eine interessante Serie auf jeden Fall. Ja, und das gefällt mir. Es sieht gut aus. Und es ist ein starker Magnet und der snappt so dran. So ein Snap-Magnet. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das ist Schmodder, das gehört da nicht mit dran. Das ist vom Auspacken. Das war in so großen Paketen und dann haben sie... Na, und es ist jetzt nichts Schlimmes. So, sieht auf jeden Fall gut aus. Gefällt mir. Ich mag Star Trek. Finde, die Badge sieht echt vernünftig aus. Das kann man auf jeden Fall machen. So, was haben wir als nächstes? Wir haben Blindbags. Wir lieben Blindbags. Ihr liebt Blindbags, ich liebe Blindbags. Und es ist zu Overwatch. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Overwatch Blindbags. Wer wird da drin sein? Wer wird da drin sein? Wer wird da drin sein? So von der Leichtigkeit her würde ich sagen, das ist eine Widowmaker. Schauen wir mal, ob ich eine Widowmaker drin habe. Ja, ich schau mal. Ne? Ja, es ist... Oh, ich kann telepathisch hell sehen. Jawohl. Ernsthaft? Es ist, ihr seht ja, war kein Schnitt drin, ne? Es ist, also, es ist eine Widowmaker. Ist eine Figural Key-Dingens hier. Figural Backpack-Hanger. So nennen die sich. Kann sich auch ans Ohr machen, wenn ihr entsprechende Tunnel da habt, wenn das reinpasst. Ja, es ist eine Widowmaker. Hä, wie hab ich das denn jetzt geraten? Ich habe mir das angeguckt, wer könnte drin sein, habe gesagt, ja, vom Gewicht her haut das ungefähr hin. Müsste Widowmaker sein. Erfüllen kann man das nicht, weil da ist ja noch so, so ein Ding hier mit drin, ne? So ein Teil, dass man das nicht erfüllen kann. Und ich habe ja auch nicht, ihr habt es ja gesehen. Hä? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich ziemlich cool. Tatsächlich finde ich die sehr cool. Das ist optisch eine der cooleren Figuren hier aus der Line. Das gefällt mir. Und es ist mal was zu Overwatch. Gefällt mir auch gut. Wir haben jetzt mit Star Trek, gut, das andere ist Marvel, das ist ja Standard, aber na, mit Overwatch und Star Trek jetzt schon mal zwei Franchises in der Loot Chest, die da nicht jedes Mal drin sind. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, was haben wir denn hier noch drin? Wir haben... Geil. Also... Das, da kommt ihr, könnt ihr es von hinten sehen? Nein, da kommt ihr nie drauf, was das ist. Das ist ja richtig geil. Warum feiere ich das? Weil das ein Franchise ist, das mit dem hat noch niemand jemals gerechnet. Das ist einfach eine Keychain zum Farming-Simulator. Egal. Also das feiere ich jetzt gerade wirklich. Das ist was Besonderes. Zum Farming-Simulator und dann einfach nur den Schriftzug. So dumm, aber irgendwie mega witzig. Tatsächlich finde ich das extrem witzig und ich frage mich, wer sich den Farming Simulator Keychain an seine Keychain macht, an seine Keys macht. Wahrscheinlich neben die Widowmaker. Das ist, hä? Was für ein geiles Item.
Also damit, ich glaube, niemand hätte damit jemals gerechnet, dass sowas mal in der Lootbox drin vom Farming Simulator. Wie geil. Loot Chest. Könnte ein Slow Clap sein, war vielleicht ein bisschen schnell dafür, aber geil. Ah, wie geil. Das feiere ich. So. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier unten noch immer drin. Kriege ich das raus, ohne hier alles zu beschädigen? Ich will das jetzt noch nicht rausnehmen. Erstmal das hier unten haben. So, wir nehmen erstmal das und das. Wir nehmen erstmal alles raus, was hier noch unten drin ist, damit ihr das nicht seht, was da noch drin ist. Könnt ihr es sehen? Ich weiß es nicht. Könnt ihr es erahnen? Wir haben natürlich eine Postkarte drin. Diesmal eine zu Star Fox. Star Fox. Oder Starwing, wie das in Deutschland hieß. Oder Lylat irgendwas. Genau. Lylat Wars hieß, glaube ich, ne? Gab es dann auch noch den Namen. Ja, finde ich cool. Coole Postkarte. Das wäre auch ein schönes T-Shirt gewesen. Hätte ich mich auch nicht beschwert. Ne? Und das ist ja von Team Nerds. Das ist ja, ihr an der Loot Chest Team Nerds wisst ihr Bescheid. Und das sind immer Werbung für T-Shirts, die ihr bei Team Nerds bestellen könnt. Die werden dann aber meistens nicht in diese Lootbox gepackt, was sehr, sehr schade ist, weil die Motive teilweise wirklich echt cool sind. So, dann haben wir eine Leseprobe. Schlafenszeit. In einem Wort. Albträume erwachen, wenn diese Tür sich schließt. Aha, exklusive Leseprobe. Probe. Von Jason Rekulak. Jason Rekulak? Jason Rekulak? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall aus dem Piper Verlag und es hat irgendwas mit Stephen King zu tun, weil der hat sich darüber geäußert, wie schockiert er doch ist. So, wir gucken mal. Autor und Herausgeber, bla bla bla, in Philadelphia. Okay. Ja, ist halt eine Leseprobe für einen Roman mit lustigen Grafiken hin drin. Darf ich das überhaupt so zeigen? Ist das gefährlich? Man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, worum es da geht. Stephen King hat es geliebt. Das ist schön. Leseprobe ist ja einfach so mit drin. So, was haben wir denn hier noch? Das... Hä? Ganz schön dünn für ein Kochbuch. Wurde da für die Red Wedding gekocht, oder was? Das ist eine Werbung wahrscheinlich nur für ein offizielles Kochbuch, das ihr jetzt einfach bestellen könnt. Und ein Rezept ist hier mit hinten drauf. Von Zauberfeder in Zusammenarbeit mit Loot Chest. Das Game of Thrones offizielle Kochbuch. Könnt ihr alle eure Lieblingsrezepte nachkochen. Ja, bestimmt auch die Hühnchen ihr wisst Bescheid hier. Sir Gregor Clegane. Ja. Oder dem anderen? Warte mal, jetzt bin ich irritiert. Dem Hund natürlich, dem Hund, den meine ich. Ich meine nicht den Berg. Ist zu lange, ich muss das wieder gucken. Ich bin zu sehr in House of the Dragon momentan drin. Ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade erst die Heckenritter-Geschichte noch gehört als Hörbuch. Ja, ist ja auch ziemlich geil, von Sir Duncan dem Großen und Ei. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wird ja auch jetzt als Serie kommen, irgendwann bald. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ist eine schöne Geschichte. Ja, und momentan gucke und höre ich mir dann halt auch House of the Dragon gerade wieder an. Ich bin gerade wieder dabei, wo König Jaehaerys, wie er in dem Buch so schön genannt wird, namentlich. Das ist immer so schön, wie der Mensch diese Namen ausspricht. Das ist ganz, ganz toll, wie der jetzt gerade sein 16. Lebensjahr erreicht hat und zum König wird. Und das ist ja alles noch vor der Geschichte von House of the Dragon. Das ist total witzig. Dieses Buch hat irgendwie 30 Stunden Hörzeit und die ersten 25 Stunden sind gefühlt die Vorgeschichte von dem, was wir jetzt in der Serie sehen. Finde ich irgendwie faszinierend. Hier gibt es auf jeden Fall ein Kochbuch. Das ist eigentlich nur eine Werbung dafür. Warum halte ich mich da so lange mit auf? So, jetzt haben wir ja noch ein Item drin und ich bin gespannt, was das Plus-Item sein wird. Wenn's das ist, dann feiere ich euch umso mehr. Wir haben einen Valentinstag Funko Pop vom Mandalorian. To Grogu with love from Mando. Ja. Ein rosa Pop. Ja. Loot Chest und Pops ist ja auch so eine lange Geschichte. Damit hat es damals alles mit angefangen. Ja, die meisten Leute, die Pops gesammelt haben, die haben damals mit der Loot Chest angefangen. Und es gab immer wieder Leute, die fanden das blöd, dass Pops in der Loot Chest sind. Deswegen hat Loot Chest, glaube ich, auch selten Pops reingemacht in den letzten Jahren. Und jetzt ist mal wieder einer drin und das ist ein rosaner. Ich finde den geil. Irgendwie. Sieht witzig aus. Finde ich ganz, 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 ganz witzig. Let's Loot. Vorne drauf auch schön die Kette. Wäre auch cool gewesen. Als Item. Was haben wir denn? Wir haben das T-Shirt. Healing Factor. Hoch. 1995? Genau, 1995. Wir haben den Funko Pop. 1495. Es hätte verschiedene Varianten scheinbar gegeben, weil hier ist auf jeden Fall ein anderer abgebildet. Und zwar Luke Skywalker. Ja, auch mit Grogu in the Hand. Dann mit drin hier Backpack-Hänger von Overwatch für 9,95. Damit seid ihr schon locker in der Pluszone, wenn es um diese Lootbox geht.
So, Farming Simulator und Rezept für Sansa-Salat sind Gratisbeilagen. Ja, das ist eine der besten Gratisbeilagen, die jemals in irgendeiner Lootbox drin waren. Einfach mal, das sage ich jetzt einfach mal so. So, die Postkarte ist natürlich auch eine Gratisbeilage. Ja, die Leseprobe steht hier. Weg ist die Postkarte, die ist verschwunden. Die ist im Nirvana meines Zimmers verschwunden. Wir werden sie niemals wiederfinden. Die Leseprobe, darf ich jetzt nicht da auch noch mit hinschmeißen, sonst verschwindet die auch noch. Steht hier nicht mal mehr mit drauf, ist halt einfach da. Und das Plus-Item ist einfach die Ansteck-Badge mit Magneten von Star Trek Discovery für 19,95. Ja, habe ich nichts so zu sagen. Irgendwelche krassen Highlights, das T-Shirt ist ziemlich cool. Ich fand's cool, dass ich das erraten habe einfach. Und ich feiere das Farming Simulator Ding. Ich weiß, das findet ihr jetzt wahrscheinlich alle total blöd und sagt, hä, warum feiert er das so? Weil es einfach was ist, womit noch nie jemand gerechnet hat. Das ist cool. Ja, so. Ja, und das war's. Mehr ist hier nicht drin. Natürlich gibt es noch wie immer ein kleines Poster mit dem T-Shirt-Motiv von neulich. Und das war die Loot Chest. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt sagt ihr mir, wie ihr diese Loot Chest so empfunden habt. Ist das eine coole Box? Ist das nicht so eine coole Box? Dann interessiert mich, ob ihr selber Loot Chest lootet. Schreibt es mir alles gerne in die Kommentare. Ansonsten Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke. Kommentare habe ich schon gesagt. Wieder anschalten, nicht vergessen. Nicht? Ja, und natürlich bei Game of Thrones Germany, der Facebook-Seite, vorbeischauen, mal ein Like da lassen, ja, damit ihr immer informiert seid. Und das war's von mir. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder anschließt. Ich habe das alles schon gesagt. Jetzt hör auf. Schluss. An dieser Stelle ist dieses Video zu Ende. Gehabt euch wohl. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.